ich gehe heute 10 Jahre in FIFA zurück, bis FIFA 13, um dann in dem Spiel 10 Jahre in die Zukunft zu simulieren, bis wir wieder genau heute angekommen sind. Und dann finden wir heraus, wie der Fußball sich im Vergleich zur Realität entwickelt hätte, wenn es nach FIFA gegangen wäre. Servus oder so und willkommen in FIFA 13 einfach. Allein das Menü bringt krasse Flashbacks mit. Schreibt mal gerne, ob ihr damals schon FIFA gezockt habt. Ich hab's auf alle Fälle. Ich hab auch schon Videos drüber gemacht tatsächlich. Servus oder so und herzlich willkommen zu einer neuen Ultimate Team Serie mit dem Titel Was das? Und jetzt bin ich nach vielen Jahren wieder zurück für dieses Experiment, für das wir natürlich eine neue Karriere starten müssen. Ach, damals gab's das Creation Center noch. Da konnte man auch einfach schon seinen eigenen Verein erstellen. Und ein paar Jahre später hat EA das dann wieder als angeblich neues Feature rausgebracht. Wir starten hier natürlich eine Trainerkarriere und ich übernehme jetzt einfach zum Start mal meinen Lieblingsverein, den FC Bayern. Wir werden aber wahrscheinlich auf Dauer eh nicht bei denen im Amt bleiben. Strenge bei Finanzen konnte man einstellen. Da gehen wir auf mild genutzte Teams Standard. Ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt aktuell herunterladen können. Ich glaube nicht, dass das geht. Den europäischen Wettbewerb müssen wir natürlich aktivieren mit den gesetzten Teams. Hier Man City zum Beispiel noch mit dem alten Logo. PSG hatte das alte Logo und Schalke hat in der Champions League gespielt. Auf die müssen wir also ganz besonderen Augenmerk legen. Ich meine, vielleicht entwickeln die sich hier zur absoluten Fußballmacht. In der Realität ging es ja eher in eine andere Richtung. Supporte das Video übrigens sehr, sehr gerne mit einem Daumen, damit es auch einfach mehr Leuten angezeigt wird. Simulierst du es bereit, FC Bayern im Sturm zu übernehmen? Jetzt wird uns hier sogar nochmal alles erklärt, aber das brauche ich alles gar nicht. Vor allem, weil das ja auch genauso wie bei FIFA 12 eigentlich aussieht. Und zu dem Spiel bin ich ja vor nicht allzu langer Zeit auch zurückgegangen, aber da habe ich dann dieses Experiment nicht ausprobiert. Wir können ja doch auch einfach Kalender simulieren. Genau das können wir. Sehr, sehr wichtig, denn ohne wäre das Video gar nicht möglich gewesen. Und so können wir jetzt einfach Saison für Saison wegsimulieren. Ich gehe davon aus, dass ich auch das ein oder andere Mal den Verein wechseln muss, weil ich gefeuert werde. Denn ich werde keine Transfers tätigen oder sonstiges. Vor allem würde ich ja auch direkt ins Geschehen eingreifen und wir wollen ja, dass möglichst FIFA ganz alleine hier die Zukunft bestimmt, die aber eigentlich gar nicht mehr die Zukunft ist, sondern unsere Realität. Ihr wisst schon, was ich meine, die Simulation beginnt jetzt. Und allein eine Saison weiter zu simulieren, hat jetzt echt eine halbe Ewigkeit gedauert. Denn jedes Mal, wenn hier irgendeine Message kommt, dann wird einfach die Simulation unterbrochen. Aber jetzt können wir eigentlich ja mal kurz hier reinschauen. Das ist ja tatsächlich auch das Jahr, in dem der FC Bayern in der Realität die Champions League gewonnen hat. Hier wurden sie aber schon mal nur Zweiter in der Bundesliga mit einem Punkt weniger als Borussia Dortmund. Dafür wurde aber die Champions League gewonnen. Verdammt realistisch eigentlich. Nur war das Finale hier nicht gegen Dortmund, sondern gegen Real Madrid. DFB-Pokalsieger ist Borussia Dortmund. Also es sind schon definitiv die zwei Teams, die hier krass dominieren. Mal schauen, ob das dann auch die nächsten Jahre so bleibt. So sieht übrigens das Team von Bayern aus. Also ist schon verdammt stark eigentlich. Da wundert man sich, wie zur Hölle die nicht deutscher Meister werden konnten. Aber da war Dortmund wohl etwas konstanter. Und keine Sorge, wir werden uns jetzt nicht jede Saison einzeln anschauen. Aber gerade bei der ersten fahren ist jetzt noch relativ sinnvoll. Und ich wollte euch auch einfach noch mal ein bisschen mehr vom Spiel und von den Teams damals zeigen. Wir sind im April 2023 und ich bin immer noch Trainer beim FC Bayern. Boah, und ich sag's euch jetzt schon, ihr seht gerade die Torvorlagengeber, die Bundesliga-Tabelle ist so verrückt. Vor allem habe ich es dann auch ein bisschen gecallt, das Ganze. Wir sind jetzt am 1. April, also quasi da, wo wir in der Realität auch sind. Ja, und rechts an der Seite sieht man es ja schon. Der FC Schalke 04 ist Erster in der Bundesliga mit 68 Punkten, mit nur einer Niederlage. Dann kommt der FC Bayern auf Platz 2 mit 56 Punkten. Dafür, dass ich nichts getan habe die ganze Zeit über, haben die sich echt richtig gut gehalten und somit wurde ich auch nie rausgeworfen. Kaiserslautern spielt erste Liga, ist aber letzter mit gerade mal 11 Punkten. Ansonsten ist der HSV noch vorne mit dabei in der Bundesliga als Siebter. Bremen ist Vierter. Es ist kein RB Leipzig in der ersten Bundesliga zu sehen. Also mal abgesehen davon, dass Schalke Erster ist, würde man sich das ja schon fast wünschen für die Realität. Also die Bundesliga-Tabelle hat es direkt in sich. Und mal sehen, ob es jetzt in den anderen Wettbewerben genauso weitergeht. Die Spielerstatistik schauen wir uns natürlich auch an. Der beste Torschütze beim FC Bayern ist Pledel. Bei Mainz ist es Ivanov. Bei Schalke Nierga Marti. Dann kommt De Korms beim FC Bayern. Heung-Min Son beim HSV. Der spielt hier immer noch für den Hamburger Sportverein Grippo bei Schalke. Also ich sag's euch ehrlich, viele Spieler kenne ich gar nicht. Götze ist immer noch bei Dortmund. 8 Tore in dieser Saison.
Ansonsten sehen wir Toni Kroos beim FC Bayern mit 6 Buden. Ja, und ansonsten noch viele weitere Spieler, die ich ehrlich gesagt nicht kenne. Wie sieht es bei den besten Vorlagengebern aus? Da ist schon wieder dieser Pledel. Wer ist denn das? Ist das ein echter Spieler? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Shaqiri ist hier, Gündogan, Mazzorati von Bremen, Leno, gut, das ist nicht Bernd Leno. Heung-Min Son sehen wir wieder, Junes bei Gladbach, Bittencourt bei Borussia Dortmund. Ich glaube, der ist hier auch ursprünglich bei Dortmund. Unterstall 17 Mal ohne Gegentor geblieben. Der zweitbeste ist Bernd Leno von Leverkusen mit 9. Castells spielt für Hoffenheim auch 9. Holländer beim HSV mit 9. Aber wie krass ist denn Lars Unterstall hier bitte? Wir müssen uns die Teams nachher unbedingt noch genauer reinziehen. Ich hoffe, das geht hier irgendwie. Copa Europa, was ist das denn? Da ist schon wieder dieser Pledel. Also der ist scheinbar die ultimative Maschine. Ich denke, das ist sowas wie der Supercup. Bayern gewinnt damit 1:0 gegen Manchester United. Champions Cup ist die Champions League. Und das hier sind die Gruppen. Wir gehen die jetzt nach und nach durch. Bremen ist auf alle Fälle vertreten in der Champions League. Hinterher erster dann Sporting, Feyenoord, Club Brügge. Gruppe C mit Milan und dem HSV in der K.O.-Phase der Champions League. Das ist sowas von verrückt. Manchester City und PSG in einer Gruppe zusammen mit Atletico dann noch. Benfica vor Manchester United. Bayern wird letzter in der CL-Gruppe. Valencia erster. Hier Juve mit 13 Punkten vorne. Dann die Spurs. Also die Gruppen sehen eigentlich schon einigermaßen so aus, wie sie in der Realität wahrscheinlich auch aussehen würden. Also zumindest in den meisten Fällen. Das sind jetzt keine komplett krassen Überraschungen dabei. Aber vielleicht ja bei den Spielerstatistiken. Bester Torschütze Valotti und Sverotic von Juve. Ich meine, das sind natürlich auch viele neu generierte Spieler dabei. Das ist sowieso klar. Deshalb kennen wir hier viele mit Sicherheit auch nicht. Lanzini kennt man aber. Sigurdsson, Oxlade-Chamberlain, Spinazzola. Und ich sag mal wieder was ich ganz oft in diesen Videos sag. Wenn euch irgendwas komplett Verrücktes auffällt, was mir jetzt nicht ins Auge sticht, was ich nicht anmerke, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare. Weil es sind hier so viele Infos auf dem Screen. Mit Sicherheit verpasse ich da einfach irgendwas. Gabriel, bester Keeper in der Champions League anscheinend. Im Turnierdiagramm sehen wir ja, wer das Ding überhaupt gewonnen hat. Und es ist natürlich noch gar nicht vorbei, weil wir erst im April sind. Wir werden aber natürlich noch bis zum Ende simulieren jetzt dann, damit wir herausfinden, ob Schalke wirklich deutscher Meister wird und wer jedoch die Champions League gewinnt. Das sind auf alle Fälle Benfica, Valencia, Arsenal, City, Barca, Inter, Juve und Milan drin. Also drei italienische Vereine, alle auf einer Seite. Aber das ist in der Realität ja tatsächlich genauso, nur dass nicht Juve dabei ist, sondern Napoli. Benfica steht hier auch im Viertelfinale, wie in der Realität. Also manche Sachen sind auch echt erstaunlich richtig. In die Euroleague gehen wir ganz kurz mal rein. Das hier sind die ganzen Gruppen. Gut, ich weiß nicht, ob man die jetzt wirklich alle nach und nach durchgehen muss. Dortmund spielt hier in dem Wettbewerb mit. Conference League gibt es hier natürlich keine, das ist eh klar. Die wurde erst später ins Leben gerufen. Das konnte sich als FIFA 13 rauskam noch keiner vorstellen, dass es da mal noch einen dritten europäischen Wettbewerb geben würde. Hier ist das Turnierdiagramm. Chelsea, Napoli, Porto, Gent, Schalke, Ajax, Bilbao und Udinese sind hier richtig gut. Bester Torschütze ist Ascorra Trueba von Chelsea und Kevin De Bruyne bei Chelsea. Also im Allgemeinen fällt mir auf, dass viele Spieler, glaube ich, gar nicht gewechselt sind. Also Kevin De Bruyne sollte hier zu Beginn ja schon bei Chelsea gewesen sein. Und jetzt ist wahrscheinlich einfach die ganze Zeit bei Chelsea geblieben. So wirkt es zumindest auf mich. Den deutschen Pokal haben wir noch. Da steht das Finale schon fest und der Sieger wird zwischen Bayern und Schalke entschieden. Also Schalke ist hier wirklich unfassbar gut. Ich hoffe wirklich, dass wir uns gleich ihr Team anschauen können. Und damals musste man, glaube ich, auch noch nicht scouten. Das heißt, wir würden dann sofort alle Gesamtstärken sehen. Ich würde ja gerne auch noch so einen Blick auf die anderen Ligen haben und es geht. Let's go. Wir können uns die österreichische Liga anschauen, aber auch die ganzen Top-Ligen natürlich. Das heißt, jetzt gleich kommt dann noch die Premier League. Aber der Vollständigkeit halber werden wir jede einzelne Liga durchgehen. Chelsea ist erst in der Premier League, dann Arsenal, Manchester United, die Spurs, Manchester City und Liverpool nur auf der 6. Gut, in der Realität sind sie aktuell ja auch nicht so gut. Man City ist halt erstaunlich schlecht im Vergleich zum echten Leben. PSG erster in der Liga A, okay, das kennt man. In Deutschland wissen wir es ja schon, dass Schalke ganz vorne ist. Irland, Italien mit Milan, Inter, Juve, Napoli, Fünfter, die in echt ja aktuell komplett alles zerlegen. Aber wenn FIFA das predicted hätte, dann wäre ich komplett ausgerastet. Ajax erster in den Niederlanden, okay. Dann haben wir die norwegische Liga, wir haben die polnische Liga, die portugiesische Liga. Die russische Liga war noch mit im Spiel dabei. Wir haben Schottland mit Celtic an der Spitze. Die Rangers sind... Hä, wo sind denn die Rangers hier? Haben die damals nur zweite Liga gespielt oder was? Da gab es doch mal irgendwas, oder nicht? Barca ist erster in der Liga, Real Madrid nur Fünfter. Aber gut, in echt ist Barca auch erster in der Liga und es sieht so aus, als würden sie safe Meister werden. Und hier ist es quasi genau das gleiche. Also teilweise ist es echt krass, wie nah das an der Realität dran ist und dann sind andere Dinge wieder so extrem weit davon entfernt. Mexiko haben wir hier hinten noch, Australien, die
koreanische Liga Saudi-Arabien ohne Cristiano Ronaldo. Da ist zumindest davon auszugehen. Die brasilianische Liga war noch im Spiel mit allen Vereinen. Österreich hatten wir, glaube ich, schon. Das war das erste. Und damit sind wir alle Ligen durchgegangen und kommen jetzt hoffentlich zu den Teams. Ich fange einfach mal beim einfachsten an. Und das ist natürlich der FC Bayern. Wobei, das hat natürlich auch viel mit mir zu tun, dass ich keine Transfers getätigt habe. Neuer ist noch hier. Emre Can ist hier und spielt Rechtsverteidiger. Und der kann die Position nicht mal. Linksverteidiger steht aber da mit dabei. Gut, in echt hat er schon ab und zu mal RV gespielt. Mesa Via, ein Brasilianer mit einer 88. Holger Badstuber ist immer noch hier mit 34 Jahren und ist Kapitän. Contento war zwischenzeitlich richtig gut. Hat jetzt hier auch eine 77. Ich meine, das sind so ursprüngliche Bayern-Spieler. Javi Martinez ist immer noch hier. Wir haben irgend so einen Unnerstall. Jonas Unnerstall. 19-jähriger Deutscher, der eigentlich ganz vielversprechend aussieht. Art Feldmann ist ein Holländer. Das muss eigentlich der Region von Ian Robben sein. Shaqiri spielt beim FC Bayern immer noch. War auch richtig krass zwischenzeitlich. Groß ist hier. Natürlich Toni Kroos niemals weggewechselt. Und dann ist da dieser Max Pledel. Der ist gar nicht so krass. 20 Jahre alt, 5 Sterne Spezialbewegungen. Auch ein Region von irgendjemandem. Keine Ahnung von wem. Er ist auf alle Fälle verdammt schnell. Das fällt sofort auf. Aber er performt echt krass für das, wie gut er ist. Dieser Wolf hier. Florian Wolf. Eieiei. Da kenne ich einen anderen Rechtsverteidiger Wolf, der aktuell richtig gut spielt. Aber das ist er nicht. Julien Decamp ist auch richtig gut. Gut, das ist der Region von Franck Ribéry. Also ich finde es krass, dass die Regions alle auch beim richtigen Verein spielen. Also dass der Robben-Region bei Bayern spielt, der Ribéry-Region bei Bayern. Ich weiß nicht, ob das damals noch automatisch so funktioniert hat, dass die Regions immer bei den Ursprungsvereinen rausgekommen sind. Das wäre ja schon ein bisschen crazy. Das war auf alle Fälle der FC Bayern. Und das allererste Team, was wir uns jetzt natürlich anschauen, ich hoffe es geht, ist der aktuelle Tabellenerste, der FC Schalke 04. Brennen und es funktioniert. Man kann die einzeln nachschauen. Der beste Spieler von denen ist Giannis Bougaidis. Wahrscheinlich ein Grieche mit einer 84, also gar nicht so heftig. Papadopoulos ist immer noch hier. 31 Jahre alt, 83. Wo ist er eigentlich in der Realität hingekommen? Ich weiß gar nicht mehr, was der treibt. Jeffrey Emnes, Francesco Grippo. Also natürlich ganz, ganz viele Regens. Dann aber Luis Holtby, Joel Matip. Kolasinac ist da unten. Lars Unnerstall hat nur eine 78. Warum ist denn der so gut in der Liga? Die Overperformer ja des Todes. Philipp Hofmann, Benedikt Höwedes ist noch hier mit 35. Spielt immer noch Marco Höger. Ralf Herrmann, natürlich Ralf Herrmann muss bei Schalke sein. Sonst ist die Welt nicht im Gleichgewicht. Kevin Zuck und noch so ein paar andere generiert. Ich glaube, dieser Chigerchi ist auf alle Fälle generiert. Temo Pukki? Bitte, was? Ihr spielt Temo Pukki bei Schalke? Also sehr, sehr krass. Der ist halt nie gewechselt. Ne? Der HSV ist auch nicht so uninteressant. Da ist der beste Spieler Nenad Stevanovic. Dann kommt hier auch schon Heung-Min Son, der nie gewechselt ist. Matthias Ginter ist hier beim HSV. War Matthias Ginter mal beim HSV? Kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern, aber ich kann mich da auch immer täuschen. Yannick Sternberg, den kennt man, glaube ich, auch. Ich glaube, der spielt bei Kaiserslautern oder so. Hatten wir den nicht in der Kaiserslautern-Karriere? Dennis Diekmeier ist noch hier. Marc Jaschula, aber es wird nicht Dirk Jaschula sein. Das war der HSV. Ich werde jetzt alle Bundesliga-Teams mal ganz kurz durchgehen, dass wir zumindest die Spieler mit der besten Gesamtstärke sehen, weil ich weiß ja, ich habe zum Beispiel ein paar Freiburg-Fans, die wollen schon wissen, wer ist richtig gut beim SC Freiburg? Was machen die Spieler so? Wer ist noch hier von den Ursprungsspielern? Und zum Beispiel Johannes Flum ist noch hier. Ein Christian Günther, aber er hat nur eine 69. Der ist in echt aber so viel besser geworden, als FIFA es ursprünglich prophezeit hatte. Stuttgart, wen haben wir da so? Fast nur neu generierte, gut zu meinen Ulreich natürlich, denn echt bei Bayern spielt Antonio Rüdiger. Hat nur eine 77, der ist in echt so viel besser geworden. Der spielt bei Real Madrid. Und hier ist der bei Stuttgart nur so ein mittelguter Spieler. Nicht mal ein richtig krasser Bundesligaspieler geworden. Dann kommt der VfL Bochum mit Leon Goretzka, als ob der die ganze Zeit bei Bochum geblieben ist. Der spielt hier bei Bochum und wie er einfach aussieht, ne? Leon Goretzka hat eine 82. Also auch der hat sein FIFA-Potenzial auf alle Fälle outperformed. Florian Brügmann ist vom Ursprung noch da. Ansonsten wieder sehr viele neu generierte Spieler natürlich. VfL Wolfsburg. Marc-André ter Stegen? Warum bist du bei Wolfsburg? Der war in echt aber nie bei Wolfsburg. Der war bei Gladbach und ist dann zu Barca gewechselt. Ricardo Rodriguez ist hier. Fabian Scheer, den gibt es doch in echt eigentlich auch. Schweizer Innenverteidiger, genau. Kevin Pannewitz hat eine 76. Und in echt hat er irgendwann Kreisliga gespielt und dann, glaube ich, aufgehört. Oder hat er nicht sogar bei Eli Geller mitgespielt oder so? Bei seinem Fußballverein Marvin Hitz ist hier. Was ist das hier? Frederik Ziereis, Philipp Glasner. Das ist so verrückt, was wir hier teilweise zu sehen bekommen. Werder Bremen ist als nächstes dran. Wo ist Füllkrug? Wo ist Füllkrug? Wir sehen nur Mehmet Ekici. Davor bei Bayern war es wirklich hier Niklas Füllkrug. Auf seinem Bild sieht er aus, als wäre er 12. Und hier im Spiel ist er natürlich 30. Das heißt, er hat mit 20 angefangen wahrscheinlich. Also ist auf dem Bild so 19, 20
drum. Das war Werder Bremen, Kaiserslautern in der ersten Liga. Gut, da waren jetzt phasenweise gar nicht so weit davon entfernt, denn echt Martin Hinteregger spielt hier bei Kaiserslautern. Willi Orban spielt bei Kaiserslautern. Der war aber wahrscheinlich auch mal bei Kaiserslautern. Es ist so schön. Eine Welt ohne RB Leipzig. Ich weiß gar nicht, gab es die damals noch gar nicht im Spiel? Könnte echt sein. Hendrik Zuck war auch, glaube ich, in echt auch noch bei Kaiserslautern. Also ich glaube, bei meiner Kaiserslautern-Karriere hatten wir Zuck im Kader. Timo Horn ist natürlich bei Köln zu finden. Alexander Esswein, okay. Ansonsten Peniel Mlapa. War der nicht auch mal ein krasses Talent? Ich glaube, der war zwischenzeitlich mal ein Talent. Ist aber gar nichts aus dem geworden. Und gut, das hat FIFA auch richtig prophezeit, dass nichts aus ihm wird. Jonas Hector, 32, nur eine 66. Der ist so gut in echt. Also zumindest manchmal. Für Kölner Verhältnisse ist er schon ein richtig, richtig starker Spieler. Und auch eine Kölner Legende, nicht umsonst. Aber hier war er nicht sonderlich gut. Loris Karius ist noch bei Mainz 05, ist niemals zu Liverpool gewechselt. Und für ihn persönlich, gut, aus finanzieller Sicht war es nicht so clever. Also jetzt nicht hinzuwechseln hier in FIFA, aber wahrscheinlich so aus persönlicher Sicht und für sein eigenes Wohl ist es gar nicht so schlecht. Wäre es gar nicht so schlecht, wenn er bei Mainz geblieben wäre. Wir haben Hoffenheim, die waren leider schon in der ersten Bundesliga, mit Kevin Volland unter anderem, Takashi Usami, also sehr viele Spieler aus der Realität, also die jetzt vielleicht nicht mal in echt bei denen spielen, aber die es echt gibt. Roselu gehört da auch auf alle Fälle dazu. Michael Gregoritsch. Man, so viele bekannte Gesichter. Es hat schon echt was hier. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so interessant wird, sich das hier durchzuschauen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Bei Leverkusen ist der beste Spieler Bernd Leno Carvajal, spielt bei Leverkusen. Hat hier einfach nie die Champions League gewonnen, ganz anders als in der Realität. Da ist er ja Seriensieger in dem Wettbewerb. Als Rechtsverteidiger Ömer Toprak ist bei Leverkusen. Stefan Reinartz ist bei Leverkusen. Was haben wir sonst noch? Irgendjemand, den man vielleicht so richtig kennt? Nee. Das war Leverkusen. Dann kommt Dortmund. Dann sind wir wahrscheinlich auch bald wieder am Anfang angekommen. Mario Götze hat eine 90. Und vielleicht wäre es ja echt so gekommen, wenn Götze bei Dortmund geblieben wäre. Wer weiß das schon. Wen sehen wir sonst so? Koray Günther, Sven Bender, Marvin Ducksch bei Borussia Dortmund. Die 76er Gesamtstärke, die er hat, ist aber gar nicht so weit von der Realität entfernt. Daniel Ginczek ist hier. Terracino, Jonas Uczypka, Jonas Hofmann hat nur eine 65. Der ist auf alle Fälle deutlich besser in der Realität. Außerdem hat der Wechsel sehr gut getan. Marcel Halstenberg. Halstenberg war mal bei Dortmund. Das wusste ich gar nicht. Vielleicht wird er deswegen immer mal wieder mit dem Verein in Verbindung gebracht. Granit Xhaka ist noch bei Gladbach natürlich und ist deren bester Spieler. Patrick Herrmann ist auch nicht schlecht. Den finden wir sonst hier. Armin Younes finden wir. Rafinha? Das ist der Rafinha, der Bruder von Thiago, der in echt mittlerweile bei Liverpool spielt. Ex-Spieler vom FC Bayern. Elias Katschunga kennt man. Lukas Rupp. Also ein paar Namen sagen mir immer mal wieder was. Das war Gladbach. Dann kommt Eintracht Frankfurt. Der beste Spieler ist Christian Wiesmeier. Wer ist denn Christian Wiesmeier? 26 Jahre alt. Dann kommt Kevin Trapp natürlich, der in echt aber deutlich besser ist als hier. Aber muss im Allgemeinen sagen, dass die Spieler der Bundesliga echt schlecht bewertet sind hier. Also zumindest mittlerweile. Vielleicht waren sie das am Anfang ja nicht. Bastian Oczipka, let's go. Das ist auf alle Fälle der Kader von Frankfurt mit Marc-Oliver Kempf. Augsburg mit Mitchell Weiser. Der ist also hier vom FC Bayern zu Augsburg gewechselt. Alles klar. Dann gehen wir hier noch ganz kurz alles durch, damit wir wirklich alle Spieler gesehen haben. Und dann sind wir angekommen bei Schalke und bei denen haben wir ja angefangen. Eieiei, diese Mannschaft von Schalke wird wahrscheinlich einfach deutscher Meister. Ich meine, wir wissen es noch nicht sicher. Vielleicht werden sie es auch nicht. Und das finden wir jetzt direkt doch mal gemeinsam heraus. Denn ich werde jetzt nochmal zum Ende der aktuellen Saison simulieren. Und dann schauen wir uns auch noch ein paar internationale Vereine an. Das ist doch einfach Pflicht, wenn wir schon mal dabei sind. Ach, was ich gar nicht gesagt habe, ist, dass ich die ganze Zeit auch Nationaltrainer war. Ich bin immer wieder zu unterschiedlichen Nationalteams gewechselt. Gut, jetzt aktuell bin ich scheinbar kein Nationaltrainer mehr. Aber ich war es die meiste Zeit einfach, weil man dann weniger E-Mails bekommt. Sonst bekommt man die ganze Zeit irgendwelche Anfragen und dann kann man nicht so richtig gut Kalender simulieren. Ihr seht es ja gerade wieder. So, jetzt habe ich hier bis zum 14. Juni 2023 simuliert. Ist Schalke wirklich deutscher Meister geworden? Ja, sie sind es. Mit einem Punkt Vorsprung landen sie vor dem FC Bayern. 74 Punkte. Bayern nur 73. Schalke ist deutscher Meister. Das ist so dermaßen wild. Ihr seht die komplette restliche Tabelle. Dortmund nur 8er. Das tut ihnen auf alle Fälle weh. Wolfsburg wird 3er. Gladbach 4er. Bremen 6er. Plädel am Ende Top-Torjäger in der Bundesliga. Aber das müssen wir jetzt nicht nochmal alles ganz genau durchgehen. Wobei wir schon wissen wollen, wer jetzt schlussendlich die Champions
Champions League gewonnen hat. Und das ist einfach Benfica. Na, da bin ich mal gespannt, ob das in echt auch passiert. Kann ich mir 0,0 vorstellen. Aber theoretisch ist es ja aktuell noch möglich. Zverotic von Juve mit den meisten Toren. Dann können wir eigentlich auch gleich mal drauf schauen, was so bei Juve abgeht. Wobei, komm, haken wir noch kurz die Euroleague ab. Die gewinnt der FC Porto. Und den deutschen Pokal schnappt sich tatsächlich auch Schalke. Die gewinnt einfach das Double. Schalke 04 mit dem Double. Ich komme nicht drauf klar, Mann. Da seht ihr mal, was seit 2013 alles möglich gewesen wäre. Beziehungsweise 2012, da kam das Spiel heraus. Und dann hat Schalke leider phasenweise echt ordentlich reingeschissen. So, jetzt nochmal rüber zu den Transfers. Und dann, wie versprochen, in die Serie A zu Juventus Turin. Und da ist der beste Spieler, Loris Brocchi. Dann kommt aber auch schon Paul Pogba. Und was wir jetzt dann natürlich unbedingt nachschauen müssen, ist, was Cristiano Ronaldo macht und Lionel Messi, ey. Aber vielleicht finden wir die ja sowieso irgendwann, wenn wir so die ganzen besten Teams der Welt durchgehen. Das ist auf alle Fälle Juve. Dann machen wir weiter mit Mailand. Ja doch, da ist Marcos Asenjo Andres der beste Spieler. Auch wieder ein Reacher von irgendeinem Spanier. Vielleicht zum Beispiel der von Iniesta. Das könnte sein. Stefan El Shaarawy ist richtig gut hier. Heilige Scheiße, habe ich seine FIFA 12 Karte gefeiert. Scott James Gabriel, Alexandre Pato natürlich. Ich war auch zwischenzeitlich hier Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft und da musste man immer wieder so einen Kader abschicken. Da war auch immer Alexandre Pato dabei. Schade, dass der in echt leider nicht so gut wurde. Also er hatte seine Phasen, wo er richtig krass war, aber ansonsten hat er sein Potenzial leider nicht ausschöpfen können. Napoli nehme ich ganz kurz mit, einfach weil die in der Realität so richtig krass sind. Aber mit großer Sicherheit wird hier kein einziger Spieler dabei sein, der in der Realität jetzt so gut ist bei Napoli. So, wenn wir den AC gemacht haben, dann darf Inter natürlich auch nicht fehlen. Anas der Ritter ist hier der beste Spieler. ZOM Niederländer. Ich denke als erstes irgendwie an Wesley Sneijder. Julian Draxler ist hier. Spielt einfach für Inter und Coutinho spielt für Inter. Hat ja auch das Inter-Trikot an. Bei dem ich auch gerade überlegen, ob ich über den nicht noch ein Video machen soll. Da habe ich so eine gewisse Idee im Kopf. Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann auf euch zu. Das war die Serie A. Wir machen weiter mit der spanischen Liga. Und dann nehmen wir auf alle Fälle mal den FC Barcelona und Real Madrid genauer unter die Lupe. Ich sehe ihn doch. Ich sehe Lionel Messi als MS. Der hat eine 80 mit 35. Der ist in echt aber schon noch ein bisschen besser als eine 80. Muss man ehrlich sagen, also selbst die Messi-Hater, eine 80 für den aktuellen Messi wäre schon ziemlich niedrig. Thiago ist noch hier als ZOM. Alexis Sanchez ist hier. Jordi Alba ist immer noch hier. Den haben sie relativ gut getroffen. Ist in der Realität ja jetzt auch nicht mehr so krass und spielt auch nicht mehr so viel. Das war der FC Barcelona. Der FC Barcelona B spielt hier in der ersten Liga. Was zur Hölle? Und dann kommt hier natürlich noch Real Madrid, ihr bester Spieler. Ist nur Morgan Schuan mit 29 Jahren, Franzose. Könnte Benzema sein, wer weiß das schon. Aber wo ist Cristiano Ronaldo? Rafael Varane ist hier, aber kein Cristiano Ronaldo, außer der ist richtig, richtig schlecht geworden. Mats Hummels bei Real Madrid mit einer 76, Nuri Sahin. Gut, der hat damals echt für Real Madrid gespielt. Angel Di Maria, Marcelo, die sind alle richtig schlecht geworden. Higuain ist nicht mehr so gut, Fabio Coentrao, aber kein Cristiano Ronaldo. Könnte natürlich auch sein, dass er seine Karriere beendet hat, weil ich werde später natürlich noch namentlich nach ihm suchen, das funktioniert auch. Das war die La Liga, dann gehen wir noch in die Ligue A schnell rein, denn da haben wir nur einen Verein, den wir wirklich sehen wollen. Natürlich Paris Saint-Germain. Rafael Araujo Lima. Brasilianer, Thiago Silva Regen ist jetzt meine Vermutung. Marco Verratti, der spielt in echt ja auch noch für Paris Saint-Germain. Wir haben Rabiot hier, der ist mittlerweile woanders gelandet. Jan Sommer spielt für PSG. Boah, und dieses Bild, ne? Auf dem Bild sieht er echt nicht gut aus und in der Realität ist das so ein schöner Mann. Und auch schon damals hat man schon fälschlicherweise gedacht, dass er ein Torhüter ist. Aber wenigstens ist er auch bei einem Top-Club gelandet, genauso wie in der Realität. Nur da halt bei einem viel sympathischeren Verein, wobei das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Eine Liga haben wir jetzt noch aufgehoben, das ist natürlich die Premier League. Da gibt es so viele Top-Vereine. Fangen wir an mit Arsenal, Jack Wilshere, Chesney Chamberlain, Moritz Leitner spielt hier, okay. Also sind schon auch immer mal wieder so ein paar verrückte Wechsel dabei. Serge Gnabry hat nur eine 77, Theo Walcott ist hier und ansonsten haben wir irgend so einen Fabio Koch, den ich nicht kenne. Das war Arsenal. Dann machen wir weiter mit dem FC Chelsea natürlich, die hier wahrscheinlich nicht so viel Geld ausgegeben haben wie die Realität. Aber Thibaut Courtois spielt bei ihnen. Ist nicht zu Real Madrid gewechselt. Eden Hazard ist zu seinem Glück bei Chelsea geblieben. Romelu Lukaku spielt hier. Lucas Piasson, der war auf alle Fälle ein Talent, aus dem aber nie so richtig was wurde. Nathan Ake in echt ja bei City unterwegs. Kevin De Bruyne hat nur eine 81. Warum ist er so schlecht? Der war doch eigentlich immer als krankes Talent angesehen. Marco Reus spielt nicht für Dortmund, sondern für Chelsea.
Chelsea. In dieser alternativen Realität ist er also irgendwann dann doch gewechselt. Petr Cech mit 41 will nicht aufhören. Hat eine 62er Gesamtstärke. Was zur Hölle. Das ist Chelsea. Dann kommt Liverpool. Hier wahrscheinlich auch ohne Jürgen Klopp. Dafür mit Raheem Sterling und Samet Yesil, der auch so die deutsche Sturmhoffnung mal phasenweise war. Aber es wurde leider nie so richtig was aus ihm. Suso ist hier in Spanien. Der hat bei Milan gespielt. Ich weiß gar nicht, spielt der noch bei Milan? Bei phasenweise war der echt gar nicht so schlecht. Jordan Henderson ist immer noch hier. Andy Carroll. Eieieiei. Also da ist der Kader von Liverpool aus der Realität schon ein Ticken besser. Manchester City. David Sippel ist ihr bester Spieler. Ein deutscher Innenverteidiger. Dann kommt John Guidetti. Da erinnere ich mich nur an diesen einen Rainbow Flick da von ihm. Den ich glaube ich mal auch in einem Video nachgemacht habe. Well, wenn ich das finde, dann habe ich das gerade eingeblendet. Mario Balotelli mit seiner 80er Gesamtstärke. David Alaba ist hier. Der ist also vom FC Bayern zu City gewechselt. Sergio Aguero spielt noch. Mesut Özil spielt für Manchester City anstelle von Real Madrid. Micah Richards, den ich eigentlich nur noch als TV-Experten mittlerweile kenne. Irgend so ein Suarez, aber das ist nicht Luis Suarez. Das war auf alle Fälle Manchester City, Manchester United. Boah, das wird ein langes Video, aber man muss sich das hier einfach anschauen. Da sind immer wieder Momente dabei. Auf die kann man nicht verzichten. Nick Paul hatte, glaube ich, mal eine kranke Ultimate-Team-Guard und deswegen kenne ich den. Danny Welbeck kennt man. Tom Cleverley. Shinji Kagawa bei Manchester United. Da war er, glaube ich, frisch gewechselt. Chris Smalling ist nicht so schlecht. Fabio. Ansonsten, ja, so ein paar neu generierte Spieler natürlich wieder. Dann haben wir die Premier League wahrscheinlich ziemlich durch, bis auf die Spurs. Die schauen wir auch noch kurz an. Loris, Deacon, Wilson, Gareth Bale natürlich. Hat die Spurs nie verlassen, ist nie zu Real Madrid gewechselt, hat deshalb auch nie einen Titel gewonnen, wahrscheinlich. Ganz anders als in der Realität. Und jetzt müssen wir noch unbedingt nach CR7 schauen. Was treibt Cristiano Ronaldo hier? Also meine Vermutung ist ja, dass er seine Karriere schon beendet hat und wir ihn deswegen nicht gefunden haben. Aber mal schauen. Die Premier League hier nehme ich natürlich am besten noch raus, setze das auf beliebig und dann ist eigentlich nur Ronaldo eingestellt. Und jetzt schauen wir mal, was kommen für Suchergebnisse? Es kommt gar nichts. Das heißt, Cristiano Ronaldo hat seine Karriere hier beendet. Ich weiß noch nicht, welche Position der damals gespielt hat. Also meine Vermutung wäre ja linker Flügel und nicht Stürmer. Und dann könnten wir vielleicht noch seinen Regen finden, aber da gibt es gar keine Flügel. Da kann man nur linkes Mittelfeld einstellen. Wie krass ist das denn? Okay, dann stellen wir einfach mal LM ein und dazu eine Mindestgesamtstärke von 85 und die Nationalität setzen wir auf Portugal natürlich und dann starten wir die Suche. Da haben wir einfach niemand gefunden. Was ist das denn? Gehen wir nochmal runter von der Gesamtstärke her. Da könnte das hier der Regen sein. Es gibt ja doch LF. Aber man findet unter LM einen LF. Das ist eigentlich ganz praktisch. So ein Bruma gibt es, so ein Joao Gabriel Villette. Das könnte eigentlich sein. Der Region von Ronaldo. Einfach, weil das noch der jüngste ist. Ja, und Ronaldo hatte wirklich eine 92er linker Flügelkarte. Alter, die sieht so krass aus, ne? Dann muss es eigentlich dieser Villette hier sein. Der hat auch den höchsten Marktwert hier mit 22 Millionen. Den könnte ich mir jetzt in der Realität schnappen und dann könnte ich den FC Bayern hier nochmal richtig, richtig krass machen. Wobei der auch so gar nicht so verkehrt ist. Also für das, dass ich die ganze Zeit nichts gemacht habe, nur simuliert habe, 10 Jahre lang. Sieht das echt vollkommen okay aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst, was ihr noch irgendwie unbedingt sehen wolltet. Doch, vielleicht die internationalen Wettbewerbe. Aber gut, da gibt es hier nur den Südamerika Cup. Aber immerhin gibt es den. Ist eigentlich schon ganz cool. Aber das ist scheinbar noch nichts gespielt. Ja, genau. Und wir sind halt im Jahr 2023. Da findet leider weder eine WM noch eine EM statt. Aber das ist dann vielleicht auch einfach was für ein anderes Video. Hat auf alle Fälle richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch ging es genauso. Dann lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Brunner. Das war FIFA 13. Wer jetzt sehen möchte, wie ich ein bisschen FIFA 12 gezockt habe, vor allem mit dem FC Bayern, der schaut sich dieses Video hier an. Ist direkt da verlinkt, auch nochmal in der Infocard drin. Und wenn dir das gerade gefallen hat, dann macht dir das auf alle Fälle auch Bock. Da schauen wir uns den Karrieremodus auch an sich nochmal ein bisschen genauer an. Probieren da jedes einzelne Feature durch.